Ja, hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Jan. Da hängt der nun, der rote Schalk, gezogen wird an seinen Balk. Ja, bei der Jägerprüfung, da ist das so, da muss man natürlich auch ein bisschen Jägersprache und allen möglichen verstehen und ein paar Kenntnisse darüber haben. Und da wird man sehr gerne über Decken abgefragt, über Bälge, über Schwarten etc. Und da möchte ich kurz mal ein kleines Video mit euch hier zusammen drehen und mal durchgehen. Wir haben ja einmal an der Wand alles Mögliche hängen, woran man etwas erkennt. Und ja, wir fangen mal hier ganz vorne an. Ich werde das mal schnell durchlaufen. Ja, das ist schon mal sehr interessant, diese Weißfärbung hier. Wenn man jetzt mal überlegt, was könnte das denn sein? Und zwar ist das, wenn ich mir schon mal den Schädel hier angucke, dazu abnehme, da sehe ich schon mal ganz markant die großen Augenhöhlen hier an diesem Schädel. Das ist eine Katze, das ist eine Hauskatze. Dazu muss ich eins kurz vorweg sagen, nicht in jedem Bundesland dürfen Katzen mehr erlegt werden. Beispielsweise in Niedersachsen muss die Katze mindestens 300 Meter vom nächstbewohnten Haus weg sein. Also hier haben wir einen Katzenbalk. Muss dazu sagen, ist eher unüblich, dass man so einen Balk auf einer Jägerprüfung noch findet. Aber früher wurde das auch sehr gerne verwendet, beispielsweise als Rheumagürtel oder sowas. Ja, heutzutage ist das ein bisschen grenzwertig, sage ich mal. Ja, der nächste Balk, sehr schön wasserabweisend. Wenn ich mir das mal hier hinten angucke, das Schwänzchen, so diese leichten Schuppen drauf und flach, also erinnert erstmal so auf den ersten Blick so ein bisschen an so einen Biber oder sowas, ist aber kein Biber, weil der Biber hätte jetzt hier hinten eine Kelle dran. Ja, was kennen wir denn noch von den Nagetieren? Biber, Bisam, Nutria. Bisam wäre ja viel, viel kleiner. Hier haben wir sozusagen das sogenannte Nutria. Wenn ich mir den Schädel einmal ein bisschen näher angucke von den Nutria, dann sehe ich, dass hier vorne die sogenannten Schneidezähne auch diese Verfärbung haben. Ja, und die Inzisive hier vorne, das ist ein Nagetier. Wenn ich mir jetzt im Gegensatz einen Hasenschädel daneben halten würde, hätte ich ja bei den Hasenartigen, das ist ein Nagetier, Hasenartige hätten die sogenannten Stift- oder Stützzähne. Hier dahinter noch hat dieses Tier nicht der Nutria-Balk. Dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier den sogenannten Marderhund. Sehr schöner, dichter Balk. Marderhund auch als Neozoon. Ja, kommt ja ursprünglich aus Südostasien. Wurde auch sehr gerne natürlich für den Pelz und allen möglichen eingesetzt. Hält natürlich sehr warm im Winter. Und Marderhunde, nachtaktive Tierchen, die man eigentlich nicht so häufig sieht, kann man auch meist nur mit der Falle bejagen. Wenn man sich das mal anguckt, hat im Gegensatz zu den anderen jetzt auch beispielsweise, wenn man das erstmal sich vom Weiten anguckt, nicht, dass man denkt, das ist ein Waschbär, A, viel, viel größer, B, hätte der Waschbär natürlich auch die geringelte Lunte hier hinten, hat der nicht. Und ja, der Marderhund vom Schädel her auch ein bisschen kürzer, wie beispielsweise hier so ein Fuchsbalk, den kann man ja sofort erkennen. Spätestens hier die alten Manta-Fahrer erkennen natürlich sofort hier die Fuchslunte mit der sogenannten Blume hier dran. Fuchsbalk, ja, das ist natürlich auch sehr schön, wenn man hier einmal gerade dabei ist. Der Fuchs ist natürlich dafür auch sehr bekannt, wenn man auch die Bälge natürlich dann verwertet. Da ist nochmal ganz wichtig, gerade, dass wir mehrere Tage auf jeden Fall Frost haben sollten, damit das Haar auch natürlich dann schön dicht ist und dann nachher nicht ausfällt. Ein wunderbarer Fuchsbalk. Bei der Jägerprüfung kann man natürlich auch gerne mal jetzt nachfragen, das soll ja nur ein kurzes Video werden, wie heißen zum Beispiel die Ohren, dass man weiß, das sind die Gehöre, wie heißt der Mund, das ist der Fang, die Lunte, der Balk. Dann kann man noch weitergehen, zum Beispiel hier bei den Schädel, wie viele Zähne hat zum Beispiel der Fuchs, 42. Hier sieht man auch sehr schön die Fuchshaken, ja, Fuchsschädel. Der Fuchsschädel ist jetzt hier hinten zusammengegipst, zusammengeklebt. Normalerweise so, der Unterkiefer löst sich immer. Bei einem Dachs, der ja noch den sogenannten Sagittalkamm hat, da ist das so, der löst sich nicht. Aber zu den Dachs kommen wir gleich noch. Dann zeige ich euch das nochmal mit dem sogenannten Sagittalkamm am Schädel, hat hier der Fuchsschädel jetzt nicht. Und ist im Gegensatz zum Marderhundschädel auch, wie gesagt, ein bisschen länger gezogen. Danach haben wir den Waschbären, auch Neozoon.
Neozoon kommt ursprünglich aus Nordamerika. Wenn man das schon sieht, so das Mützchen, muss man so ein bisschen an Huckleberry Finn dran denken. Ja, gab es ja diese schönen Waschbärmützen, die man sich aufgesetzt hat, oder die Trapper, die die damals auf hatten. Der Waschbärenbalg im Gegensatz zum Matterhund von der Verfärbung her auch eher ein bisschen grau, dunkel oben. Und wenn man sich jetzt nochmal die Lunte unten anguckt, dann sieht man eben die Ringelung. Dann gehen wir weiter. Jetzt kommen ja hier die Marderartigen. Das ist aber kein Balg. Hier spricht man bei diesem Tier, das ist nämlich ein Dachs, von der sogenannten Schwarte. Und hier hinten haben wir jetzt auch keine Lunte dran, sondern hier haben wir jetzt diesen Pürzel, Schwarte und sehr schön auch hier vorne an den sogenannten Zügeln zu erkennen. Außerdem, im Gegensatz zu den anderen, ist der Dachs relativ hell oben und hat unten unter der Schwarte dann einen dunklen Bauch. Und dieser Bauch, davon spricht man auch von der Färbung oben hell, unten dunkel, von der sogenannten Verkehrtfärbung. Hier der Dachsschädel, der ist jetzt mal nicht festgeklebt mit den Sagittalkamm. Ja, das sind sozusagen die Muskelansätze, die kommen hier oben drauf oder dran. Und der Schädel, der ist sozusagen, der Unterkiefer ist mit dem Schädel auch dann fest verbunden. Ja, ganz gern gestellte Frage, haben wir hier zum Beispiel diesen Balg und den daneben, den Kollegen, auch alles bei der Marder. Und wenn wir uns die mal angucken, das ist nämlich der Kulturfolger und das ist unser Kulturflüchter. Das ist der sogenannte Steinmarder. Steinmarder hat ja hier vorne diese weiße Gabelung vorne im Halsbereich, gegabelt vor hier an die kleinen Läufchen hier vorne. Und daran kann man sehr, sehr schön erstmal den Unterschied hier erkennen zwischen dem Steinmarder und dem Baummarder. Der Baummarder hat ja so ein auch Goldkehlchen genannt, ja, oder Gelbkehlchen. Und da sieht man eben diese Verfärbung weiß, gelblich bis gold. Und vom Balg her nämlich sind die nämlich beide ziemlich gleich groß, auch vom Gewicht her. Wenn man sich aber dann hier unten, ja, hier unten hat er keine Branden mehr dran, hier oben auch nicht mehr, die sind abgeschärft. Aber sehr schön hier zu sehen, ist nämlich beim Baummatter, der hat nämlich auch noch die behaarten Branden. Baummatter, Kulturflüchter, ja, ist auch meist so, bejagbar ist meist der sogenannte Steinmatter, der auch in der Stadt vorkommt. Das ist der mehr oder weniger, der auch die Kabel im Auto anknabbert. Und der Baummatter als Flüchter, der kommt irgendwo dann im tiefen Wald vor. Daneben haben wir noch einen Marder, den sogenannten Iltis. Sieht erstmal generell, wenn man sich den jetzt mal anguckt, sehr dunkel aus. Aber wenn man das mal den Balg ein bisschen öffnet hier, sieht man, dass er sehr hell ist. Und unten drunter, hier sieht man es, ist er ja fast schwarz, hat wie der Dachs, das sind eben typische Jungjäger-Prüfungsfragen, muss ich dazu sagen. Können wir uns jetzt rumstreiten, ob der von oben hell oder dunkel aussieht, aber der hat auch eine sogenannte Verkehrtfärbung. Oben hell und unten dunkel. Iltisbalg, Schwarte vom Dachs, Verkehrtfärbung. Dann haben wir hier einen sogenannten Nerz. Es gibt ja den amerikanischen Mink und den europäischen Nerz. Da ist es eben auch nochmal so, ein Balg, der früher eingesetzt worden ist, natürlich auch für die ganze Pelzverarbeitung und allen möglichen. Es ist so, bejagbar ist der europäische Nerz nicht mehr, aber der amerikanische Mink, sind irgendwann mal große Farmen freigelassen worden. Und da muss man dazu sagen, deswegen haben wir gerade auch im ostdeutschen Raum, Sachsen-Anhalt und sowas, da gibt es ja sehr, sehr viele noch Richtung an die Elbe hin, wo der dann sozusagen vorkommt. Und hier haben wir nochmal ein ganz, ganz interessantes Tier, muss ich ein Stück rüber hier, und zwar das sogenannte Wiesel, große Wiesel oder Hermelin, gibt ja noch ein Mauswiesel. Mauswiesel ist aber deutlich kleiner, Mauswiesel hat ungefähr 90 bis 100 Gramm und das große Wiesel ca. 200 Gramm. Woran man das erst einmal erkennen kann vom Balg her, die schwarze Schwanzspitze hier unten, das ist nämlich die sogenannte Quaste, das hat das Mauswiesel nicht. Hermelin, große Wiese, bejagbar, Mauswiese oder kleines Wiese, nicht bejagbar. Ja? Und im Winter verfärbt sich nämlich
dieses große Wiesel weiß. Und daher kommt dann der Name auch dann Hermelin. Und ihr kennt das bestimmt, wenn ihr so Filme guckt, was weiß ich, Sissi beispielsweise, und der König kommt um die Ecke mit seinem weißen Hermelinmantel, mit diesen schwarzen Absätzen. Das ist dann die sogenannte Quaste, die darunter hängt. Ja,